Servus und Hallöchen. Ich mache mal wieder die Einleitung, weil der Kim hier sich zu schade ist, eine Einleitung für euch zu machen. Also, ja. Er ist nämlich auch wieder mit dabei. Seht ihr hier schön in der Liste. Shocky09, dieser Assi. Ja. Und wir spielen mal wieder Los. Warface. Töten, töten, töten. Ja, jetzt begrüßt wenigstens die Leute, Assi. Hallo, hallo. So. Ach, Mann. Wisst ihr, ich weiß nicht, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, dass er doch ein bisschen mehr reden soll, denn er ist irgendwie so, keine Ahnung, er hat so ein bisschen Probleme mit sich selbst zu reden. Also jedes Mal, wenn er aufnehmen sollte, dann sagt er so sowas von wegen, ja, aber ich kann nicht mit mir selbst reden, das ist voll seltsam und so. Ja, ist ja auch so. Glaubst du nicht, man kommt sich bekloppt vor, wenn man mit sich selber spricht? Du redest ja nicht mit dir selber, du musst dir vorstellen, als ob da irgendwer da in der Nähe ist und du erzählst ihm halt was, oder? Also ich weiß ja nicht. Na und das ist so ein Spiel, ist halt immer extrem lang so und du musst es halt überbrücken. Naja, aber so, du... Jetzt zum Beispiel bei der letzten Aufnahme, da hast du die ganze Zeit gesappelt und da will man dann auch nicht zwischenreden. Das ist so Respekt so, keine Ahnung. Das ist so ein Quatsch, was du da laberst. Und dann denke ich halt einfach so, er labert jetzt die ganze Zeit über das Spiel, die Leute wollen einfach sehen, dass er ein bisschen ein paar Leute tötet. Naja, aber dann kannst du ja das nächste Mal reden und ich halt dann die Fresse und konzentriere mich aufs Spielen. Das fände ich jetzt eine gute Lösung. Wir spielen ja einfach jetzt und wir machen uns jetzt ein bisschen lustig über die Gegend. Über die Gegner willst du dich lustig machen. Also ist, ja. Aber das können wir nur machen, solange die uns nicht auf den Sack geben, weißt du? Beziehungsweise reicht ja für mich, wenn ich meine Gegner weghole. Ja, aber das sehen die Zuschauer nicht. Insofern haben die gar nichts davon, wenn du gut bist und ich schlecht. Verstehst du? Achtet einfach bei ihm oben rechts auf das Eck. Oben rechts auf das Eck gucken und wenn dann steht Shocky09 hat getötet den und den, dann wisst ihr, dann hat er wieder zugeschlagen. Plus Anerkennung. Ja, genau. Und ich bin mal wieder Engineer. Was hast du für eine Klasse? Auch Engineer. Nice. Yes. Achso, ja, für die Zuschauer, die das noch nicht wissen, wenn ich renne und F drücke, dann kann ich hier so rumsliden. Das ist noch ziemlich praktisch. Also ist noch cool. Hier auch die Mine geplantet. Ja, cool. Ich wollte es gerade machen, aber Yeeha! Dann ist mein Sprint weggegangen. Ich habe mich selbst noch getötet. Normalerweise ist es auch ein bisschen absurd. Denn theoretisch müsste eine Claymore nur nach vorne explodieren. Das ist nämlich der Witz an einer Claymore-Mine, dass sie nach hinten keinen Sprengradius hat. Aber in diesem Spiel scheint noch so vieles anders zu sein als in echt. Dementsprechend muss ich mich daran gewöhnen, dass wenn ich eine Claymore plante, dass ich dann einfach scheiß drauf und weg. Und dann holt er mich halt trotzdem. Der Mossad-Assi von der anderen Seite. So, Jetzt wurde ich aber auch entwürdigt. So, jetzt müssen wir ein bisschen, ich muss jetzt mal ein bisschen Action machen. Action und so, ne? Reactivation und ich so. Sehe auch, ich habe jetzt zwei Gegner geholt, aber immer nur mit der Mine. Es ist ein bisschen assi. Für mich auch ein bisschen deprimiert. Warum verreckt er denn nicht? Der war schon angeschossen vom anderen. Oh, ich glaube, es geht los, Mann. Nein, ihr rennt. Oh, komm, die Granate war doch jetzt wohl bitte am anderen Ende der Welt. So. Nimmt mich halt du hast auch festgestellt, dass wenn du tot bist, kannst du halt auf den Space-Button drücken und dann bist du gleich wieder im Spiel, ne? Ja, genau. Warum hast du es nicht gemerkt? Doch, ich muss aber. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Man konnte sich hinlegen, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass man zum Beispiel die Granate nicht binden kann, also auf eine Taste. Also was ich noch cooler finden würde, dass das mit dem Direkthit ein bisschen besser klappt. Also wenn ich einen Kopf schieße. Weil, wenn jetzt drei Leute kommen, hast du echt ein bisschen so die Arschkarte, weil der Headshot kein Headshot ist. Ja, irgendwie, also direkte Hits, die werden irgendwie komisch gezählt. Also ich merke das auch immer öfter. Dann lauf ruhig um meine Nate. So, hier schön Claymore geplantet. Und dann kann der gerne kommen. Ich gehe wieder zurück, verzieh mich, dann kommt der andere wieder hoch. Der andere steht. Rechte Seite ist einer oben in dem Kanister drin, hier in dem Container. Ja, da oben stehen die immer drin. Ach, den haben wir auch nice geholt. Spam die jetzt einfach mit ein paar Nate. Ah, fuck. Ja, was ich noch mit dir besprechen wollte, ich weiß ja nicht, auf welchem Stand du bist momentan, was Gadgets für Spiele angeht. Gadgets für Spiele? Ja, für Spiele allgemein. Ich weiß, also nicht für Spiele, sondern für Spieler. Leute, die spielen. Ach so. Keine Ahnung, ich hab bis jetzt noch nichts davon. Und ich meine, dieses Jahr kommen ja verschiedene Sachen raus, habe ich gerade gesehen letztens. Also, letztens ist gut, ja. Hast du schon mal von der Ouya gehört? Ouya? Ja. Es sagt mir was, aber ich weiß gerade noch nicht was. Sag mal. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so sagen kann. Eine Indie-Konsole in dem Sinne. Also die wurde über Kickstarter wurde das Ding finanziert. Genau. Und soll eigentlich, ich weiß noch nicht genau wann, aber demnächst irgendwann mal rauskommen. Also
Okay. In den nächsten, ich will jetzt nicht, lass mich nicht lügen, aber ja, er holt mich durch die Ecke. Glaube Mai oder Juni sogar soll das Ding rauskommen. Und was auch noch kommt demnächst, was ich mir vielleicht organisieren werde, ist dieses Oculus Rift. Kennst du das? Ist auch wieder so ein Ding, was über Kickstarter finanziert wurde. Das kann ich aber nicht. Was ich jetzt weiß, was ich jetzt, dieses Shield habe ich mir mal reingezogen. Ah, das ist das von Nvidia. Nvidia, oder? Das finde ich relativ, also das finde ich cool, aber ich würde, glaube ich, wenn ich es hab. Alter, hol mich einfach so, er dreht sich um und gib mir einen Heller. Was soll der Scheiß? Aber was ich zum Beispiel geil finde, und zwar habe ich mal gelesen, beziehungsweise ein paar Freunde haben sich das geholt von mir. Für, wie heißt das Spiel? Hammer. Da gibt es so für den Kopf so ein Ding. Was nimmt denn die Bewegung? Ach so, also nee, also Kopf. Eben, das Oculus Rift, das ist was ähnliches. Das ist so eine Art Riesenbrille, die du dir aufsetzt, so eine auf halber Strecke zwischen einem Helm und einer Brille. Und mit dem Ding kannst du den praktisch, hast du halt die Kopfhörer auch noch integriert und so. Und das soll anscheinend so ein Mittendrin-Gefühl verleihen, von wegen, dass du dich jetzt tatsächlich in einem Spiel drin befinden würdest. Also ich weiß es nicht. Also Leute, die das getestet haben, haben eigentlich gesagt, das sei voll gut. Aber kostet auch nicht so extrem viel. Also $300 bist du mit dabei. Das ist der Preis von einem guten Bildschirm, möchte ich mal sagen. Und das wäre doch mal eine Anschaffung wert. Also finde ich jetzt persönlich. Also es wäre was ich mir überlegen könnte, auch tatsächlich mit anzuschauen. Ja, aber auch nur, wenn die Umsetzung denn stimmt. Also ja, wenn du dein Geld ausgibst für was nicht wirklich funktioniert oder was weiß ich. Man muss es halt auch benutzen, ne? Das ist das, was ich mir denke. Ja, ja, klar. Aber ich meine, wenn das halt irgendwie cool ist und auch angenehm zum Tragen und nicht irgendwie voll seltsam und irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja. Also es muss halt auch funktionieren in dem Sinne, dass man, ach ja, sie steht ja noch da oben, der Sniper. In dem Sinne, dass es halt auch ein Alltagsgadget wird in dem Sinne, weißt du? Ja, ja. Weil wenn also es muss schon kommerziell, also man muss es schon benutzen. Sonst lohnt sich sowas dann nicht auch. Oder nicht. Ich finde halt einfach, bei dir ist spieltechnisch? Ja, nicht besonders. Also 7 zu 10 habe ich, glaube ich. Na gut, ich bin auch noch nicht viel. 7 zu 11. Aber ich bin gerade erst umgestiegen auf die Sniper-Klasse, weil ich mit dem Engineer da nicht mehr vorwärts kam. Ja, Mann, Sniper habe ich auch mal eine Idee. Auch eine coole war. Ja, Sniper ist ein bisschen assi, weil du halt. Die Frage ist jetzt, ob ich das auf der Map. Von der Enge her. Ja, doch, doch, also es geht schon. Also ich meine. Ach, oben vielleicht drauf dann. Ne, ja. Nicht mal unbedingt. Du kannst ja auch rumrennen. Ich meine, wenn du. Bam, Headshot, nice one. Der ging mir schon länger auf den Sack. Jetzt kommt er denn um die Ecke. Oder eben nicht. Ja, keine Chance. Ich meine, du mit dem Sniper musst du halt treffen und wenn du nicht triffst, dann hast du ja verloren. Das ist eigentlich mit dem meisten. Ah, ja, und du musst natürlich gucken, dass du nicht ganz so stehst, dass dich 1000 Leute sehen. Ja, genau. Ich muss nachher nochmal kurz gucken, ob ich die Granaten binden kann auf G, weil das stresst mich, dass ich die nicht mit G, ja, auswählen kann. Das habe ich aber auch. Das ist halt so mit. Das ist immer so bei einem neuen Spiel. Ich habe mir übrigens, das weißt du vielleicht, dass ich mir kürzlich Arma 3 geholt habe. Da geht es ja momentan auf der. Ich mal kurz gucken. Wo ist das? Weapons, Melee, V, Grenades. G will ich das, genau. Ja, Arma 3. Die wären auf 4. Ach so, nee, okay, das ist besser so. Habe ich mir Arma 3 geholt, also das ist die Alpha, glaube ich, momentan. Ja, super geworfen, die Granate. Arma ist cool. Ja, also Arma ist vor allen Dingen sehr, sehr modfreundig in dem Sinne. Also man hat halt da 20.000 Mods jedes Mal. Und das ist schon geil, also das ist. Ich spiele den BW-Mod immer. Bundeswehr-Mod für Arma 2, der ist auch fett. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also wir müssen eh mal, glaube ich, ein paar Videos machen zu Arma. Das wäre was, wo ich auch dabei wäre. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt irgendwie nicht der Überstratege in dem Sinne.
Ja, keine Chance. Ich meine, mit der Pistole hast du eh keine Chance gegen Sturmgewehr oder sowas ähnliches. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal Sniper. Was spielst du gerade für eine Klasse? Komm nur da. Sturmsniper. 3 Kills geholt mit der Nade. Ah, jetzt bin ich tot. Ich finde halt die Sniper geil, weil die ist halt ziemlich fetzig. Du kannst ja, halt aber die ist mir zu langsam. Naja, wenn du triffst, dann nicht. Dann ist sie nice. Ja, das ist so, ja, aber das wissen eh die meisten schon, die sich mit Warface, also wenn ihr Warface gesucht habt auf YouTube, dann wisst ihr ja, worum es ungefähr geht. Im Grunde ist es ja einfach nur ein AAA, also ein Qualitätsshooter für Umme, wenn man dem so sagen kann. Ach komm, die Nate hätte ich nochmal, ja. Bezahlt, also da, für den Spielspaß lohnt sich das. Und ohne Scheiß, das wird jetzt auch ein Free-to-Play-Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass ein bisschen Geld rein investieren. Nee, das nicht. Ich meine, ich gebe ja für andere Spiele, keine Ahnung, 30, 40 Euro aus. Oder 50 meinetwegen. Ja, nice. Und ich meine, nur weil ein Spiel nichts kostet, heißt es ja nicht unbedingt, dass es auch nichts kosten soll. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du nicht weißt, was ich meine, beziehungsweise wenn die Zuschauer nicht wissen, was ich meine, dann sollen sie sich das in der Pause überlegen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Warface. In der Hoffnung, dass Kim das nächste Mal wieder dabei ist, gebe ich nun mein Wort ihm für das letzte Wort. Eingehauen und bis zur nächsten Folge mit Kim an Bord.